Okay, die Sache wird jetzt ganz schön. Die Sache scheint jetzt richtig spannend zu werden. Damit willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Golbis, Fusuya. Hä? Seimos. Hä? Golbis und Fusuya. Nein, nicht unser Bruder. Okay, verlangsam ihn. Ich mache übrigens gerade nichts, das ist von selber. Ich schwöre jetzt Meteoroid. Ich bin soweit. Ha, lächerlich. Doppelmeteoroid. Der Körper stirbt. Doch der Geist lebt weiter. Ja, das war es hundertprozentig noch nicht, weil sonst wäre es ein bisschen lame, wenn das jetzt der Endkampf wäre. Wir haben es geschafft. Du hast wahrlich große Kraft. Es ist sehr bedauerlich, dass Seimos dich kontrollieren konnte. Stimmt. Ihr seid alle gekommen. Aber wir waren eine Sekunde zu spät. Ich wollte ihn doch fertig machen. Siehste. Leider keine Zeit für hübsche Momente. Wir sind böse. Wir sind der Hass von Seimos. Wir sind Seromos. Wir hassen alles. Sein Tod hat seinen Hass geschürt. Wir haben ihn noch stärker gemacht. Seimos. Nein, du bist jetzt Seromos. Dieses Mal werde ich dich wirklich vernichten. Es ist Zeit für dich, deinen Abschied zu nehmen. Hör, das heilt ihn? Ey, hör auf! Bist du dumm? Das heilt ihn! Meteorit bewirkt nichts. Benutze den Kristall! Du hast den dunklen Weg gewählt. Der Kristall kann deine Sünden nicht aufheben. Du bist für immer an die Dunkelheit gebunden. Sterbt. Nein! Ach, leck mich doch. Leidet. Sterbt. Unser Hass wird weiter bestehen, bis alles vernichtet ist. Jetzt seid ihr dran. Kommt. Kommt mit uns. In die Hölle. Ältester. Siehst du, und die anderen sind in Gefahr. Ich weiß. Es liegt nun an uns, für sie zu beten. Betet für sie und diesen Planeten. Palum, Porum, lass uns die Gebete der anderen zu Cecil schicken. Cecil. Bitte empfange meine Stärke. Ich werde euch alle übers Knie legen, wenn ihr nicht heil wiederkommt. Bitte, kommt heil wieder zurück. Tut es für diese Welt. Wir unterstützen euch. Wir werden beten. Los! Sir Cecil. Mond, ich rufe dich an. Ja, übers Telefon oder was. Bitte erhöre unsere Gebete. Ist ja fast wie bei Earthbound am Ende. Golbis. Du musst das hier nutzen. Kristall erhalten. Also Golbis hat das gesagt, oder wie? Seromos, ich darf nicht. Ich darf nicht verlieren. Hier. Lass uns dir helfen. Ihre Gebete erfüllen die Gruppe mit Leben. Gib nicht auf. Vertraue deiner Kraft.
Ihre Gebete erfüllen die Gruppe mit Stärke. Du musst dich konzentrieren. Stirb uns bloß nicht weg. Ihre Gebete erfüllen die Gruppe mit Lebenskraft. Was mit Ziehst oder mit Ehrlichkeit? Du musst siegen. Bruder. Ah, jetzt. Bringe dem Kristall deine heilige Kraft dar. Ceramos, zeige deine wahre Gestalt. Zeitverzerrung. Sämtliche Magie wurde aufgehoben. Wo ist das jetzt? Ein Item, oder? Da, Kristall. Ein Kristall, der heiliges Licht ausstrahlt. Ceramos zeigt seine wahre Gestalt. Oh, jetzt geht's los. Der finale Kampf. Schwarzes Loch. Sämtliche Magie wurde aufgehoben. Ach so, Protest, scheiße. Wir brauchen wieder Heilung. Bitte, Rosa. Bitte lass mich als erstes angreifen, bevor du. Kann sich auch noch heilen. Brauchen wieder Protest. Nein, nicht der Urknall. Für Vidia benutze ich ein Elixier. Ah! Damit sie nämlich auch geheilt wird, wo ist das Elixier? Da. Da, spring lieber, bevor du nochmal Schaden bekommst. Ist Protest noch an? Protest nicht mehr an. Los. Wir haben leider nicht mehr so viele gute Sachen zu werfen. Sehr gut, verfehlt.
Wow. Okay. Der ging ja mal schnell down jetzt. Ist war jetzt echt kein langer Kampf. Sogar ein bisschen enttäuschend vielleicht sogar. Schade. Wir können nicht vergehen, solange das Böse in den Herzen der Lebenden besteht. Als ob das jetzt ehrlich war. Wow. Gut. Ich hatte keine Ahnung, dass ihr so mächtig seid. Vielleicht sind die Bewohner des blauen Planeten uns Lunariern bereits jetzt überlegen. Da könntest du sogar recht haben. Aber Serumos letzte Worte beschäftigen mich. Solange das Böse besteht, das wahre Böse wird niemals sterben. Jede lebende Kreatur, so gut sie auch sein mag, trägt im Herzen ein Körnchen Bosheit in sich. Das steht fest, so wie es Licht und Dunkel über die Ober- und Unterwelt gibt. Doch solange es Böses gibt, wird auch das Gute existieren. Und das Gute in euch war stark genug, um Seymours Bosheit zu triumphieren. Ach, hör doch auf. Das war doch gar nichts. Was redest du da? Ich bin erstaunt, dass Seymour nicht dich kontrolliert hat, so eitel wie du bist. Aber nicht doch, mein Herz ist bis ohnehin gefüllt mit Güte. Für mich ist es nun an der Zeit, nach Hause zurückzukehren. Wie steht es mit euch? Wir werden ebenfalls heimkehren. Ja, man erwartet uns schließlich. Wunderbar. Ich bin froh, solche gute Freunde zu haben. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem wir uns wieder begegnen. Kann ich mit dir mitkommen? Du wünschst mich zu begleiten? Ja, nach allem, was ich getan habe, kann ich nicht nach Hause zurückkehren. Und außerdem würde ich gern das Volk meines Vaters kennenlernen. In der Tat, in dir fließt lunarisches Blut. Also gut, komm mit. Aber du musst dich auf einen langen Schlaf gefasst machen. Natürlich. Ich danke dir. Du klangst besorgt, als du meinen Namen riefst. Bedeutet das, dass du mir vergibst? Wie töricht von mir. Natürlich kannst du mir nach all dem, was ich getan habe, nicht vergeben. Wir werden nun eine lange Zeit schlafen. Möge der blaue Planet viele friedevolle Jahre erleben. Komm. Ja. Cecil, jetzt vergib ihm, du Arsch. Cecil. Willst du ihn wirklich einfach so ziehen lassen? Er ist dein Bruder. Lebt wohl. Cecil. Lebe wohl. Lebe wohl, mein Bruder. Siehst du? Ich danke dir. Weil er kann ja nichts dafür, er wurde ja kontrolliert. Eines Drachen Sohn, voll Licht und Dunkelheit, wird in die Himmel über den stillen Landen aufsteigen. Das ewige Licht des Mondes bringt der Erde ein Versprechen. Freigiebig und voll Anmut. Einst wird der Mond seine Reise fortsetzen, auf der Suche nach jenen, die sein Leuchten begehren. Die Erde und der Mond, so nah von gleichem Blute, sind doch getrennt durch die Zeit. Ist das Luftschiff verschwunden? Warum? Beginnen wir die heutigen Übungen. Ja, Ältester. Wo ist Palum? Oh nein, nicht schon wieder.
Und dann habe ich die Monster meines Eiszaubers, meine Eiszauber schmecken lassen. Aua! Wirst du jemals pünktlich sein? Der Älteste stinkt sauer. Wie oft muss ich dich noch schelten? So reichst du Teller nie das Wasser. Zur Strafe übst du heute zweimal so viel wie deine Schwester. Das ist nicht fair. Und ob es das ist? Wann wirst du endlich verstehen, dass du als Prinz Verpflichtungen hast? Ich weiß, ich weiß. Nichts als Worte, denen keine Taten folgen. Ja, ja. Ein einziges Ja vom Herzen hätte gereicht. Also gut, ich werde mich bessern. Ich muss aber immer zu Anridia denken. Oh, ist der verliebt? Oh, süß. Oh. Edge, du hast mir überhaupt nicht zugehört. Welch mutige junge Frau. Ja, sie ist wirklich zurückgekommen. Rydia. Rydia, warum habe ich die großen Zähne und du nicht? Ich wünschte, ich könnte so sein wie du. Es kommt doch nicht darauf an, wie er aus... wie... Was? Wie er aussehen? Mit Rydia steht uns eine goldene Zukunft bevor. Ja, mein Schatz, sie hat ein Herz aus Gold. Am Ende kommt es einzig auf die inneren Werte an. Nicht wahr, Cecil? Schatz, du bist jetzt eine Königin. Du solltest mich mit meinem König anreden. Ich weiß, aber das ist mir zu formal. Formal? Hoppla, Zeit für meine Übungen. Auf geht's. Ja. Schatz, du solltest nicht... Sag das nicht. Ich denke, Yang wird ein wundervolles Königreich erschaffen. Eure Hoheit. Eure Hoheit. Bitte spielt nochmal das Lied vom Paladin für uns. Das werde ich, aber erst wenn meine Aufgabe beendet ist. Ihr möchtet doch auch, dass die Burg wieder in alten Glanz erstrahlt. Ja, aber versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Anna. Bitte wache über mich. Die Menschen von Damsian brauchen mich noch. Vertrag dich bitte gut mit Teller. Wir müssen die Burg schnellstens reparieren. Ach, Ihr Majestät, wir haben nicht genügend Materialien. Zerlegt die Panzer und verwendet alle nützlichen Teile. Wir müssen uns jetzt nicht mehr um Kriege sorgen. Vater, wie es wohl Cecil und seinen Freunden geht? Ach, das habe ich ganz vergessen. Angeblich werden Sir Cecil und Lady Rosa bald König und Königin von Baron sein. Toll. Mir wurde außerdem gesagt, dass wir zur Krönung eingeladen sind. Wie schön. Ach, Ihr Majestät, ihr helft überhaupt nicht beim Wiederaufbau der Burg. Ich bin der König, ich kann machen, was ich will. Geht jetzt und zerlegt die Panzer. Hey ho. Cecil, Rosa, ich kann euch beiden nicht gegenübertreten. Noch nicht. Ich werde meine Kampfkunst hier üben, bis ich meinen Vater als Dragoon übertreffe. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich nach Baron zurückkehren. Oh. Was ist? Ich kann es übrigens nicht wegklicken, ne? Sieh doch nur, einer der Monde.
Was ist los, Cecil? Ich dachte, ich hätte die Stimme meines Bruders vernommen. Wirklich? Ach, vergiss es. Es war sicher nur Einbildung. Hey, ihr zwei, wieso macht ihr euch nicht fertig? Das ist euer großer Tag. Wir haben wohl die Zeit vergessen. Ihr könnt später weiter turteln. Auf jetzt, Rosa. Eure Majestät? Bitte nenn mich einfach nur Rosa. Rosa, du musst dich anziehen und dich schminken. Komm, die Braut darf nicht auf sich warten lassen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich komme gleich. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich alle wiederzusehen, Cecil. Cecil, bist du fertig? Ja, ich bin bereit. Ich habe es mir nicht eingebildet. Ich habe die Stimme meines Bruders gehört. Sie sagte, auf ein Wiedersehen. Wie Edge sogar wegguckt, der ist so verschossen. Ich meine, ich kann es nachvollziehen. Rydia ist echt eine Süße. Also jetzt, wo sie natürlich älter ist und nicht mehr so ein kleines Kind. Und das war Final Fantasy IV, das Pixel Remaster. Das ist jetzt bisher unser zweites Pixel Remaster Let's Play, das wir abgeschlossen haben, denn sorry, aber Final Fantasy V war scheiße. Sorry. Ich mag 5 nicht. Ich werde auch 5 wahrscheinlich nicht weiterspielen, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Anders wie jetzt hier bei Final Fantasy IV, was mir extrem viel Spaß gemacht hat. Weil es hatte viel bessere Charaktere, eine viel bessere Story. Jetzt war keine extrem krasse Story. Aber auch keine schlechte Story, also eine relativ gute Story. Ist halt ein klassisches Final Fantasy, die haben halt noch nicht so krasse, komplexe Stories gehabt. Aber das ist komplett okay. Final Fantasy IV hatte übrigens auch einen zweiten Teil, namens Final Fantasy IV The After Years, das ist aber nicht bei dem Pixel Remaster enthalten. Und an sich auch nicht so spannend. Ich glaube, ich weiß nicht, also ich setze schon die Story fort, aber ich glaube, an sich musst du, glaube ich, das gleiche Spiel nochmal durchmachen. Weil es irgendwie so eine Art Zeitschleife ist oder so eine Art Déjà-vu. Dass man halt da schon mal war, was natürlich stimmt. Und man war ja hier schon mal da. Deswegen, ja, der FD ist es nicht so relevant jetzt. Obwohl mich das jetzt schon interessieren würde, ob sich jetzt Kane und Cecil wieder vertragen. Ich meine, die haben jetzt nicht gestritten, aber jetzt gerade am Ende hat man ja gesehen, er traut sich noch nicht so ganz, sich mit denen wiederzusehen. Weil er ja schon viel Scheiße gehört hat, auch wenn er es nicht wollte. Er war ja kontrolliert worden. Oder was jetzt auch mit Golbis und so ist.
Das ist natürlich offene Fragen, ne? Also für die, wo es interessiert, die gucken einfach nach einem Let's Play zu The After Years. Sollte es geben. Und es kam ja auch, glaube ich, nach dem Remake zu 4 raus. Was natürlich auch Sinn macht. Weil The After Years natürlich schon besser aussieht jetzt. Also auch mit 3D-Modeln und sowas. Oder ich liege gerade hier komplett falsch. Ich weiß es nicht. Kenne mich damit jetzt nicht so gut aus. Und mit Final Fantasy 3, ich weiß nicht, ob das folgen wird. An sich, die Spiele machen mir Spaß. Nur halt das mit den Freezes und sowas, habe ich halt echt keinen Bock, immer meine Konsole ausstecken zu müssen und dann die ganzen also die Aufnahme zu verlieren. Das macht tatsächlich nicht so viel Spaß. Ich überleg's mir noch, okay? Ich verspreche aber nichts. Also seht es nicht als Bestätigung. Seht es als Wahrscheinlichkeit, ja? Es hat auch an sich auch keine krasse Story oder so. Das sind die ersten drei sind allgemein und haben an sich eh noch keine coole Story so wirklich. Auch die Charaktere konnte man ja glaube ich benennen. Also benennen, weil sie keinen richtigen Namen hatten. Obwohl sie bei 3 jetzt durch das Remake, also durch das damalige Remake von 2006 Namen bekommen haben, die würden wir dann auch wählen natürlich. Die richtigen Namen. Bei Final Fantasy 2 haben die Charaktere ja auch Namen. Und bei Final Fantasy 1 nicht. Da müssten wir sie dann benennen. Wenn das irgendwann startet, bei mir hätte ich da auch irgendwie schon einen Plan gehabt, Namen aus dem Final Fantasy Franchise zu nehmen. So zum Beispiel Squall oder Yuna. Die zwei nehme ich jetzt als Beispiel, weil das sind auf jeden Fall Namen, die ich nehmen würde. Aber ja, cooles Spiel. Ich würde sogar sagen, das erste richtig gute Final Fantasy, was es gibt. Also ich meine, du kannst zu 1 nicht sagen, dass es schlecht ist. Weil es halt der erste ist, oder zu 3 halt auch nicht. Zu 2 kann ich es sagen, weil der Teil ist scheiße. Aber 1 und 3 sind halt okay. Ne? Aber 4 war der erste, wo richtig gut war, finde ich. Mit auch Charakteren, also okay, mit Charakteren, aber mit richtigen Persönlichkeiten, mit Charakterentwicklung. Ich erinnere euch an die Szene, wo Cecil zum Paladin geworden ist. Ja, halt schade, dass es jetzt so ein bisschen kurz war, das Let's Play, aber ja, das war halt noch so. Final Fantasy 3 geht ja auch ungefähr so lang, also die ersten 3 sind ja auch nicht wirklich lang. 5 war halt so der erste, wo halt länger war. Und 6 auch, und jetzt gehen sie ja schon eigentlich lang, die Spiele. Ich erinnere euch an das Final Fantasy 16 Let's Play, was das sogar 100 Parts hat. Nicht schlecht auf jeden Fall. Oder 15 auch mit 90 Parts und sowas. Und das war ja auch der erste Teil auf dem SNES. Also auf der Super Nintendo. Weil die ersten 3 waren tatsächlich auf der originalen NES. Ich glaube aber nicht, dass die groß anders aussehen werden, weil es eben ein Remaster ist, aber auf dem Original haben sie schon sehr anders ausgesehen. Ich glaube, die hatten damals sogar für die ersten 3 Teile die gleich aussehenden Charaktermodelle. Also der Hauptcharakter sah immer gleich aus, glaube ich. Ah ne, bei Final Fantasy 3 nicht, aber bei Final Fantasy 1 und 2. Bei 3 hatten sie, glaube ich, da auch schon dieses kleine Modell irgendwie. Dieses Onion Knight Model, wie es, glaube ich, genannt wird. So wird ja auch der Hauptcharakter aus 3 genannt, der Onion Knight. Das kommt da Quatsch, der heißt Lunef. Onion Knight ist kein Name. Ja, ich weiß halt nicht, wie lange jetzt noch die Credits gehen, weil wir sind an sich jetzt haben schon einen langen Part jetzt. Aber der Endboss, also ich muss ehrlich sagen, der Endboss war jetzt ein bisschen enttäuschend. Der ging jetzt echt sehr kurz. Ich habe eigentlich noch gedacht, es kommt noch eine zweite Phase, aber nein. Das war's.
Da haben wir jetzt echt, ich weiß nicht, ob wir einfach zu overpowered waren, weil wir waren jetzt, glaube ich, schon Level 80. Aber. Nee, ich glaube, der war auch einfach ein bisschen einfach. Und kurz. So, Kefka und Sephiroth sind ja schon deutlich schwieriger und längere Kämpfe. Aber will ich nicht sagen, dass Final Fantasy 4 ein leichtes Spiel ist. Es ist nicht. Nicht wirklich. Also ich meine, wenn du halt auflevelst, wird es leichter, aber am Anfang fand ich das schon extrem schwer, Final Fantasy 4. Fünf fand ich schwierig. Aber vielleicht liegt es einfach daran, weil ich mit dem Jobsystem nicht so gut, also mit den Jobsystems nicht so ein ganzer Freund bin. Also von dem Jobsystem, wo du auswechseln musst, immer mal wieder. Um halt andere Fähigkeiten und sowas zu lernen. Apropos Jobsystem ist übrigens in 3 auch so. Nicht so komplex wie bei 5, aber ist auch da. Weil 5 hat halt schon ein sehr komplexes und auch ein sehr gutes. Aber das ist auch das Einzige, was an 5 gut ist. Ja, ich werde nicht verstehen, warum 5 so viele Fans hat, aber ist okay. Ist okay. Weil ich finde, abgesehen von dem guten Jobsystem hat es halt nicht wirklich was Geiles gehabt. Die Story war total langweilig, die Charaktere waren total öde. Im Gegensatz zu hier, weil hier fand ich die Charaktere waren schon deutlich besser. Da hatte ich mehr Ausdauer gemacht, weil in Final Fantasy VI sind halt die Charaktere so gut. Zumindest die meisten. Und halt direkt zu 5 zu springen, denke ich mir, hä? Was ist denn da passiert? Das ist doch die gleiche Generation gewesen. Und jetzt auch hier bei 4. Hat sie auch voll gute Charaktere gehabt. Was da bei 5 mit der Schicht gelaufen? Keine Ahnung. Eine Musik ist übelst cool. Das ist auch die gleiche Musik, wo bei dem, ich glaube, bei der PSP-Version oder Advance, ich weiß gar nicht welche Version. Da gibt es nämlich auch so ein, ich glaube es war PSP, gab es auch so ein cinematisches Opening und da spielt auch dieses Lied. Ist ganz cool, könnt ihr auch mal anschauen. Einfach eingeben Final Fantasy 4 Opening, dann solltet ihr es finden. Sieht ganz cool, sieht auf jeden Fall richtig schön aus. So, auch richtig mit 3D-Charakteren und sowas. Schade, dass man das hier nicht eingebaut hat, diese Cutscene. Aber egal. Dann verabschiede ich mich auf jeden Fall hier bei Final Fantasy 4. Dann sehen wir uns auf jeden Fall bei einem anderen Projekt, weil der Part wird jetzt schon ziemlich lang. Ich weiß ja auch nicht, wie lange jetzt noch die Credits gehen. Ah nee, sie sind schon vorbei. Egal, dann verabschiede ich mich hier. Dann sehen wir uns bei einem anderen Projekt. Und bis dann und ciao.